Am Donnerstag gegen 9.20 Uhr geriet ein Lieferfahrzeug einer Bäckerei auf der Friedrichsfelder Straße aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer hatte zuvor Rauch aus dem Motorraum bemerkt und konnte das Fahrzeug noch unverletzt verlassen. Auf Höhe der Seckenheimer Hauptstraße schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr wurde das Fahrzeug vollständig zerstört, ebenso wie die geladene Fracht aus frischem Brot. Für die Dauer der Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Friedrichsfelder Straße zwischen der Sübenheimer Allee und der Seckenheimer Hauptstraße gesperrt werden.